Hallo Freunde der Landwirtschaft, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Im Waldkader Map. Mit dabei ist der Christian. Hallo. Und der Steffen. Hallo. Ja, die zwei gehen jetzt gleich mal die Rundballen einsammeln. Wir machen uns auf den Weg mit dem gebeizten Saatgut und fahren mal zu den Gewächshäusern, füllen da mal Saatgut noch auf, weil das ist das einzige, was noch fehlt. Und dann laufen die auch endlich mal. Da ist der Steffen. Und da geht's auch schon rein, beinahe wieder die Ausfahrt verpasst. Komme. Soll ich denn Bulldog los, ja, der brauche ich. Irgendwann brauchst du, ja. Wenn kannst du auch versuchen, mit der Hand hochzuheben. Ja, ich versuch's mal, ja. Brauchst du, ich komme. So. Ich bin Vollgas. Bleib mal drin. Reicht das erstmal für den Anfang oder nicht? Ja, 25% jetzt reicht jetzt erstmal, bis wir die nächste Runde das Saatgut haben. Jo. So, und dann ist das hier auch schon im vollen Gange, wie man sieht. Da hinten kommen schon schön die Salatkäppis. Üfte Palette drüff! Steffen, ich komme. Ja. Schön. Jetzt füllen wir die hier auf. Na, am Start. Das sieht immer ulkig aus, das Ding. Wo kommen die Balle hier? Nummer 2. Ich hätte jetzt gesagt, einer von euch fahrt hoch bei die Schweinemast und der andere fahrt sie an die an den Viehhof. Ja. Wer wo hier fahrt, werden euch ähnlich. Ja, den wir schon nie. So. Tomatoes. Und ja, bisher Saatgut. Wo sammelst du die Ball auf, Steffen? Jetzt bei der. Ich fahre jetzt zu der Wiese 3. Gut, dann fahre ich da oben bei der. Ja, ich fahr 3, aber wo ich fahre. Hey, Wiese fahr ich jetzt, die Clay. Gut, ich geh auf 3. Oh, da haben wir das Salat. Das ist nicht viel und dann komm ich schnuppern. Jo. So. Dann hatten wir gestern ja das Problem, dass das Futterlager war, glaube ich, gestern. Letzte Folge, männlich war das gewesen mit dem Futterlager, dass es nicht platzierbar war. Das ist nicht hingehauert. Ich habe es aber jetzt gekriegt, dass es funktioniert. Und zwar habe ich es im Singleplayer, habe ich es einfach platziert und habe es mit rübergenommen ins Multiplayer. Let's play. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Wir fahren es dann gerade mal abtanken und kippen es gerade mal rein. Und dann müssen wir normal sehen, dass es jetzt endlich mal läuft. Dass es funktioniert. Ah. Komm Fritz. Könnt auch mal ein bisschen schneller über die Ampel laufen, wenn sie grün ist. Ja. Frechheit. Ja, wie ich schon gesagt habe, war der Mario bei mir im TS, beziehungsweise ich war bei Mario im TS. Er hatte eine Überraschung für uns und zwar kriegen wir eine Sondermap, Sonderedition, Umbau von der Waldkarte von der Map. Und zwar sind da einige Neuerungen drin. Die ist aber, wie ich jetzt mitgehabt, leider dann nicht öffentlich zum Download gibt.
sondern einfach nur für private Zwecke, die wo dann auch halt nicht zum Download rauskommt, die wo mir nur benutzen dürfe, sind einige Neuerungen drauf. Also was er erzählt hat, da freue ich mich schon richtig drauf, dass halt der Viehhof umgebaut sein soll, dass es fast so läuft, dass jeder eigener Hof hat. Immer mit Mastbetrieb und der andere macht ein bisschen Milchvieh und ja, und der andere hat der Haupthof, wo er hauptsächlich Getreide mitmacht. Und ich glaube, da kommt der Haufe Arbeit auf uns zu. Aber wird bestimmt witzig. Beziehungsweise uns wird wahrscheinlich das Lachen vergehen. Das kommt dann. Und pass aber gerade zwei Ball nebeneinander drauf, auf deswegen. Ja, und man sieht da, es funktioniert. Ich tanke jetzt da ab und kipp da das Mischfutter drin, das fertige. Gott sei Dank, dass das dahin nämlich mal weiter produzieren kann, das war voll. Und wir haben nämlich gewusst, wo hiermit. Alles bei Sphärenkippe ist ja Schwachsinn, 100.000 Liter. Und so kann man das schön abtanken. Da drin fahre einer, kippen wir jetzt so bei Sphären. Ich würde jetzt auch gerade sagen, wir machen da eventuell gerade Bildschirm, das sieht gut aus da. Ja, aus F11. So, wir fahren das vielleicht gerade da hin. So, hauen wir gerade mal ins Zack, nimm. War es dann schon wieder. So. Ist aber jetzt auch voll bis zum Ausschlag, das Ding, so wie das aussieht, aber es geht eigentlich noch ein bisschen was drin. Gehen glaube ich 100.000 Liter. Ja, wenn man sieht, wir haben mit dem Hänger, haben wir glaube ich 10.000 drin oder 8.000. Also geht noch ein bisschen was. Zähne. Noch ein bisschen Luft nach oben. Jo. Naja. Wenn man die beste Milch machen will im Waldkater, dann muss man auch das beste Futter haben. Das ist richtig, ja. Ich glaube, da in dem Futtertrog ist noch nichts drin, da kippen wir da gerade mal was hin. Ja. Und ja, außerhalb nur ein bisschen was zum Fratzen. Die wilde Hilde, die ist schon aus dem Trocken, ne? Wo nichts drin ist. Oh, bitteschön. Wenn man auf den Hänger 3 Reihe von den Ball drauf geht, ne? Oh. Aber ich glaub's nicht. Das ist keine Kollision. So. Ich probier's mal. Ich sag, fahren wir gerade wieder auf den Hof. Und dann gucken wir, was wir machen. Währenddem die anderen zwei da Balle insammeln. Ich hätte fast gesagt, ich glaube für 13 ist reif. Das können wir vielleicht. Ja. Ich hab kein Gewicht. Na gut, geht so. Ja, noch schnell vor der Sabine drin. So.
So. Ich stelle mal da wieder drunter. Ja, ich würde jetzt fast sagen, ich gehe Dresche. Wenn ich wüsste, wo das Gebiss steht. Schneidwerk. Wo hat das denn jemand hingestellt? Irgendeiner muss sich abgemacht haben. Das hast du doch wieder zurückgegeben, das haben wir doch nie. Ja, das Maisgebiss, aber nicht das Original, das ist richtig Schneidwerk. Schneidwerk? Ja. Das steht an der Kompostanlage. Oh, gut. Jetzt will ich auch weiter den Zimmer, wo ist das Schneidwerk? Ich krieg jetzt wieder die Reihe oben drauf, schade. Wo krieg ich den Frontlader nicht? Ja, das ist ein bisschen schade, glaube ich. Der ist ein bisschen tief, der Frontlader von dem GTA. So ist er wirklich gut, aber er ist halt tief. Ja. Ja, ich habe 4 Rundballer und ich jetzt drauf. Leider ja. Gottes krieg ich jetzt wieder die Reihe neben drauf, aber irgendwie Kollisionen. Ich muss mal gucken, ob ich ihn noch ein bisschen zurückdrücken kann. Ach, da hinten steht's. Ja, leider mussten wir die schöne Fenddrescher abgeben. Hat die Kohle nicht gereicht. Ich hätte ihn ja gern weiter benutzt. Aber wenn wir keine Kohle hatten, dann hatten wir halt gelitten. Los. Schade. Ja, kann ich Fan auf die Gabel lassen. Weit bist du geschaffen? Ich hab die Unerstrei jetzt voll. Ich hab noch 3 oder 4 Ball. Bist du mehr wie 4 Ball drauf? Nicht los, bestand mir gerade euren Tab mit euch im Google. So, Feld 13 ist noch ein bisschen. Haben wir Flitzer auf dem Feld? Ja, ja. Ich hoffe, du bist auch gezogen. Doch, gehen 3 Reihen drauf. Ich krieg die Endreihe nicht drinnen. Oben drauf krieg ich, dann krieg ich, kommst du mit dem Frontlader her, wie ich. Weil der GTA, der ist von der Höhe sehr scheiße. So. Ich sah. Kessel auf, Feuer frei, Strohablag machen wir noch aus. So, brauchen wir erstmal ein schönes Vorgewände. Ich glaube, gleich will das noch Sinn schämen, da kann ich ja das sagen. Ich kann noch. Ich kann jetzt nur noch NR mitnehmen. Dann Wein noch. Bäh. Jetzt wäre in der halbe. Der kleine da.
Das war der Rest vom Schützenfest. Genau. Weil wir krieg ich, wie gesagt, die kriege ich nicht oben drauf, weil GTA schlecht ist. Mensch, eher zu Clay. Genau. In mehr Höhe wäre nicht schlecht. Die Ball alle in dieselbe Größe gepresst hat, oder sind die End unterschiedlich? Ne, ist alles mal gleich, bis halt jetzt auf dem Kleinen. Da war nämlich viel Gras da und habe ich halt so gedrückt, dass halt das, was noch drin war, zum Ball war ist. Beziehungsweise haben dann die kleinen Restchen, was du immer gleich hat, aufgesammelt, dass ich noch auf die 100% komme, dass ich schon rauslassen kann, anders wäre es ja verschenkt gewesen. Genau, ja. Ich nehme die halbe noch mit. Ich hätte gerne drüber jetzt mal Kartoffeln gemacht, aber die sind noch nicht reif. Auf dass die bald fertig sind. Na, die brauchen mehr Sau lang. Ja, ja. Ja, ich glaube letzte Wachstumsstufe sind sie. Naja. Was soll's? Wir sind fertig für den Part. Ja, bedanke mich bei euch, dass ihr wieder geholfen haben. Bedanke mich auch bei meinen Zusehern, dass sie wieder eingeschaltet haben. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja.